Und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, in der letzten Folge sind wir hier am Ende gelandet bei dem Typen und ich muss hier wirklich schnell weg. Hey Murray, das Nein, du sollst nicht mit ihm reden, du sollst einfach weg. Weil der Typ mir so auf den Sack geht, weil er die ganze Zeit mit uns redet. Das sind wir, ne? Genau. Ich würde sagen, ich weiß immer noch nicht, was Terror Island ist, aber es sieht so böse aus, dass wir uns erstmal, oder ist da noch irgendwie... Halt, Chef. Hallo? Wenn man das so nennen kann. Ich habe es selbst gemacht und bin stolz drauf. Dies ist ein Kontrollpunkt für Skorbut. Das Gesetz schreibt vor, dass sie Limetten mit sich führen müssen, bevor ich ihnen erlauben kann, nach Norden zu fahren. Hier, ich habe Limetten. Sehen Sie? Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Herr Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Sind Sie ein Pirat? Waren Sie in den letzten 6 Monaten auf Plug Island? Keine Ahnung. Wenn Sie Frage 2 angekreuzt haben, war es eine Geschäftsreise oder eine Urlaubsreise? Haben Sie Frage 2 beantwortet? Tragen Sie Limetten bei sich? Ja. Sind Sie jetzt oder waren Sie jeweils Mitglied der Piratenpartei? Ich weiß jetzt nicht, welche der meint. Haben Sie Frage 4 angekreuzt und nicht Frage 6? Oh Gott, ich werde weder 27 noch 28 beantworten. Führen Sie großes Vieh mit sich? Tragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3 Bananen bei sich? Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Ja. Genau. Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt? Ja, ist auch richtig. Wobei, ich glaube, es ist eigentlich egal, was wir jetzt hier reinmachen. Waren Sie im Winter noch nie auf? Waren wir noch nicht? Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? Woher soll ich das wissen? Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder? Nein. Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Tragen Sie keine Limetten bei sich, wenn Sie Frage 1 eingekreuzt haben, überprüfen Sie. Sag mal, ich denke, so bin ich, genau. Ich bin gerade dabei, ein Zollformular auszufüllen. Kreuzen Sie das hier an. Kreuzen Sie das hier nicht an. Ich, Herr Guybrush, ja, wie auch immer. Und A, genau. A und einmal unterschreiben. So, keine Ahnung. Also gut, wollen wir mal sehen. Nun, wir haben gleich zu Beginn ein Problem. Wir erlauben keine Piraten auf Bermuda. Ich muss Sie bitten, diese Gewässer sofort zu verlassen. Hilft es, wenn ich ein mächtiger Pirat bin? Nein. Dein Ernst? Schon wieder zurück? Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Herr Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Also, wir sind kein Pirat, arg. So. Also gut, dann wollen wir mal sehen. Sie haben vergessen anzugeben, dass Sie Limetten dabei haben. Ich Ach so. Werde das für Sie ankreuzen. Okay, super. Gute Antwort. Interessant, dass Sie das angekreuzt haben. Schöne Handschrift. Das nicht anzukreuzen war klug. Okay, das sieht gut aus. Sie können mit voller Zustimmung der Hafenbehörde von Bermuda weiterfahren. Oh mein Gott. Okay. Was haben wir denn hier alles? Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Ich halte mich weit davon entfernt. Es ist abgeschlossen. Vielleicht komme ich später wieder. Der Wind muss das Feuer ausgeblasen haben. Es ist eine sehr königlich aussehende Eisskulptur. Da steht Gerichtsgebäude von Bermuda. Ist das nicht der gleiche? Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich werde Sie wegen Missachtung des Gerichts vorladen, weil Sie nicht um Erlaubnis gebeten haben, sich dem Richtertisch zu nähern. Was? Ich bitte demütig um Entschuldigung. Darf ich an den Richtertisch treten? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke.
Wie plädieren Sie? Hier muss ein Fehler vorliegen. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ruhe auf der Tribüne oder es wird Verhaftungen geben! Oh Gott, Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? Schlagen Sie niemals einen Richter des obersten Gerichtshofs beim Cribbage. Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Oder sind sie gerichtlich angeordnet? Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Oh Gott, Euer Ehren, tragen Sie unter dieser Robe eine Hose? Bitte bedenkt, dass ihr unter Eid steht. Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Habe ich schon erwähnt, dass ich auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island bin? Solange die Angelegenheit nicht gerichtlich verhandelt wird, ist sie für mich nicht von Interesse. Allerdings erinnere ich mich an einen Fall vor einigen Jahren, in dem behauptet wurde, das Geheimnis sei ein Betrug und eine Masche, um Computerspiele zu verkaufen. Ich glaube, das wurde außergerichtlich gegen eine beträchtliche Summe geregelt. Was sehe ich denn da? Das ist alles, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Das ist jemand, den ich unbedingt kennenlernen muss. Aber wer ist das? Ich meine, so einen Fisch hätten wir auch. Das ist jemand, den ich unbedingt kennenlernen muss. Der kann mir aber auch nicht helfen hier mit dem... Na, ich brauche einen echten Marketing-Experten. Jemanden, der Fußpuder an Fische verkaufen kann. Geht mir das auf die Nerven. Limetten. Na, er hat nicht sowas, ne? Kein Mitglied. Was ist das? Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich verlange Ruhe! Verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, indem Sie inkompetente, irrelevante und unwesentliche Beweise vorlegen. Kann halt nicht. Das auch nicht. Auch nicht. Hätte ja sein können. Ich glaube, die waren tatsächlich nur für die Fahrt. Ja. Ja, das heißt, der wird uns wahrscheinlich nicht helfen können. Da kommen wir noch weiter. Inselzentrum. Ach, da oben sind wir. Eisschloss, Eissteinbruch. Erstmal hier hin. Nähern Sie sich bitte nicht dem Tor, Sir. Ah! Ah! Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Ah, wo war das? Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Und dann sind wir entkommen. Durch das Verdauungssystem. Mit dem Schiff und allem. Hören Sie, ich möchte Ihnen etwas über Angler erzählen. Damit okay. Meinen Sie Menschen, die angeln? Richtig. Aber wenn Sie einer sind, würden Sie Angler sagen. Das würde ich. Jede Subkultur hat ihre eigene spezielle Sprache. Wörter mit einer für diese Subkultur spezifischen Bedeutung. Wenn Sie sie verwenden, vermitteln Sie sowohl Bedeutung als auch Zugehörigkeit. Das klingt gut. Deshalb enthalten authentisch klingende Fischgeschichten immer eine Menge Anglerjargon. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass mir ein großer Fisch die Schnur zerrissen hat, sondern dass ich mit einem harten Köder gekämpft habe, als ein Fischschlag mein Vorfach zerfetzte. Das ist sowohl sehr spezifisch als auch schwer zu verstehen. Das ist genau der Punkt. Wollen Sie es mal versuchen? Oh Gott, Okay. Also. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich...
von einem riesigen Wal verschluckt. Ein echter Zehner fletschender Schnurreißer, okay. Wurde mein Schiff von einem riesigen Wal verschluckt. Ein echter zähnefletschender Schnurreißer, wenn es je einen gab. Dann steckten wir einen Regenwurm-Kombiköder in das Maul des Tieres und holten es von innen ein. Das wäre mal geil gewesen. Und dann sind wir entkommen. Durch das Verdauungssystem. Mit dem Schiff und allem. Ja, so ist es richtig. Sie klingen fast wie ein echter Angler. Ich habe Ihnen meinen besten Tipp gegeben. Versuchen Sie, einige andere Seeteufel dazu zu bringen, dasselbe zu tun. Das werde ich tun. Hallo. Besteht die Möglichkeit, dass ich in den Steinbruch reinkomme? Nicht viele versuchen, hier reinzukommen. Nur raus. Was ist der Grund für Ihren Besuch? Ich bin ein Eishändler und untersuche die Bezugsmöglichkeiten. Ich würde gerne einen der Gefangenen befreien. Ja, genau. Ich möchte jemanden besuchen. Wir haben zwar eine Besuchsregelung, aber die ist ziemlich streng. Wen wollen Sie hier sehen? Stan. Wir haben tatsächlich einen Stan. Ich bin ein wenig überrascht, dass er einen Besucher hat. Können Sie beweisen, dass Sie ihn kennen? Ich kann ihn beschreiben. Laute Jacke. Hört nie auf, seine Arme zu bewegen. Oder seine Lippen. Das klingt zwar nach ihm, aber ich muss erst einmal konkrete Beweise sehen. Bringen Sie mir einfach etwas, das zeigt, dass Sie beide jemals zusammen in einem Raum waren. Auf diese Weise kann ich meinem Chef sagen, dass ich meine Arbeit getan habe. Aber da ist jetzt ein Foto von Elaine drin. Hey, das ist Häftling Stan mit der berühmten Gouverneurin Marley. Ich wusste gar nicht, dass er so ein Aufreißer ist. Ich würde gern meinen guten Freund Stan besuchen, bitte. Wie ich Ihnen schon sagte, brauche ich handfeste Beweise dafür, dass Sie sich jemals näher als einen Meter gekommen sind. Ich habe aber kein Bild von mir. Oder kann ich... Ich glaube, es hat keinen Saft mehr. Oh, oder? Nee. Auch nicht. Ich brauche jemanden, der weiß, wie man Sachen an Segler verkauft. Aber ich habe auch kein Bild von mir und ich kann mich auch nicht in Elaine verwandeln. Das war jetzt eigentlich meine Absicht, wenn das geklappt hätte. Dies ist keine Touristenattraktion. Bitte beäugen Sie nicht das Tor, Sir. Dies ist keine Touristenattraktion. Ja, ich weiß auch, dass ich ihn dazu bringen muss. Das Problem ist, wie soll ich das jetzt machen? Oder... Kann ich jetzt eventuell... Gibt es etwas Besonderes an diesem Stumpf? Nein. Warum? Er war markiert, also dachte ich, dass es vielleicht einen tollen Gag über eine geheime Öffnung zu einem Tunnelsystem oder so etwas geben würde. Bitte machen Sie keine Witze über Tunnel neben dem Gefängnis, Sir. Schöner Stumpf. Kann man den irgendwie mit der Zahnbürste nehmen? Dem Messer auch nicht. Brillensauger. Ich denke, damit können wir ihn vielleicht rausholen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Nette Aussicht.
Achso, da geht's noch höher. Ja, kann ich runterschauen? Wow, von hier möchte ich nicht runterfallen. Ach so, nur dahin runterschauen, na toll. Loderndes Feuer, schmelzendes Eis, sehr hügelig. Hügelig vor allen Dingen. Willkommen, treuer Untertan. Ah, da ist noch... Ah, das ist doch der... Oder soll es ein Sie sein? Von... Diese Streichhölzer sind speziell für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt entwickelt worden. Haftungsausschluss, brennt nicht unter Wasser. Er füllt sich langsam mit Schloss. Am Ende der Planke. Mein einziges Exemplar. Ach. Bitte nicht anfassen. Kennen wir doch. Okay, Eiskönigin soll eine Sie sein. Eure Königinnenhaftigkeit. Eure Majestät? Ha! Kein Grund, so förmlich zu sein. Das ist Bermuda. Du bist Guybrush Threepwood, nicht wahr? Ich bin Odina die Neunte. Ich kenne deine Frau. Okay. Elaine? Du klingst unsicher. Wie viele Frauen hast du? Nur die, von der ich weiß. Was führt dich nördlich des 19. Breitengrades, Guybrush? Eure Krone, ja. Ist das einer der goldenen Schlüssel auf eurem Kopf? An meine Krone geschweißt. Das ist richtig. Die Krone der Schlüssel ist ein zeremonielles Artefakt, das von der regierenden Königin von Bermuda getragen wird. Ursprünglich wurde sie aus den Hausschlüsseln der Einwohner hergestellt, als Geste des Vertrauens. Und oder Unterwerfung? Meine Vorgängerin als Königin ist diejenige, die den goldenen Schlüssel hinzugefügt hat. Ich finde, das verleiht dem Ganzen etwas mehr Pfiff. Natürlich müsst ihr sie von Zeit zu Zeit reinigen lassen. Sie bleibt perfekt sauber, solange ich nicht zulasse, dass fettige Piraten sie mit ihren Pfoten befummeln. Du darfst die Krone erst anfassen, falls und wenn du Königin wirst. Und nicht vorher. Königin werden? Interessant. Ja, habe ich auch gerade schon drüber nachgedacht. Rein hypothetisch. Wie genau würde eine Person Königin von Bermuda werden? Du musst es dir verdienen. Gewinne sie. Entreiße sie dem eisernen Griff der vorherigen Königin. Die meisten Menschen können das natürlich nicht schaffen. Aber nach den Traditionen von Bermuda sind alle willkommen, es zu versuchen. Um Königin zu werden, musst du deine Qualifikationen unter Beweis stellen, indem du die aktuelle Königin in 3 Wettbewerben besiegst. Die Wettbewerbe testen deine Herzhaftigkeit, deine Ernsthaftigkeit und deine Intelligenz. Oh Gott, das kann einfach nur schief gehen bei Guybrush. Ich habe einige von den Dingen, ja, siehste. 3 Prüfungen. Es ist genau wie ein Pirat zu werden. Es ist gar nicht so wie ein Pirat zu werden. Bis auf den Teil mit den 3 Prüfungen. Wettbewerbe. Es sind Wettbewerbe. Ich fordere euch zum Wettbewerb der Herzhaftigkeit heraus. Komm mit mir. Wir müssen in die Stadt gehen. Siehst du die Triangel? Es gibt 3 davon hier im Gebäude. Eine für jeden Wettbewerb. Wenn du eine Herausforderung formell aussprechen willst, läutest du die Triangel. Dios mio, ein weiterer Wettbewerb. Meine Damen und Herren, obwohl mich Ihr Appetit auf diese ekelhafte Angelegenheit immer wieder erstaunt, ist es meine feierliche Pflicht, diesen Wettbewerb der Herzhaftigkeit zu beurteilen. Wie Sie alle sehr genau wissen, besteht das Ziel darin, erfolgreich und dauerhaft mehr rohen Fisch zu verzehren als der Gegner. Der heutige Fisch für die Herausforderung? Schleimfisch. Moment mal! Der Eimer der Fülle enthält keine Fülle! Es sind überhaupt keine Fische drin! Und ohne Fisch kann der Wettbewerb nicht stattfinden! Gehen Sie alle nach Hause!
Ich hab doch einen Fisch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt gerade sehen konnte, aber irgendwie ist mein Bild gerade ganz klein geworden. Wo ich gerade so verzweifelt gerufen habe. Nein, nicht. Genau. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich verstehe. Bermuda scheint ein freundlicher Ort zu sein. Ich verstehe dich. Triangel läuten. Oh, eine Herausforderung. Meine Damen und Herren, zu Ihrem Vergnügen präsentieren wir Ihnen zum 11. Mal in dieser Woche den Wettbewerb der Ernsthaftigkeit. Auf dieser Seite ist die amtierende Königin Odina die Neunte von Bermuda. Und auf dieser Seite der Herausforderer, Herr Guybrush Threepwood. Derzeit arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Mann, der seinen Scurvy Dog gepfeffert hat? Er meinte, da läge der Hund im Pfeffer begraben. Ist das das Beste, was ihr zu bieten habt? Wie nennt man einen Papagei mit einem Bein? Warum kann der Ozean seine Stiefel nicht ausziehen? Wo ist der Unterschied zwischen einem Schrubbi und einem Mob? Wie nennt man einen Papagei mit einem Bein? Habe ich schon gehört. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich habe schon alle Witze gehört, die es auf dieser Welt gibt. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von Ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Ah, so, aber nicht mit mir. Oder muss ich vorher... To-Do-Liste. Wir haben aber nicht dieses eine Buch. Nee. Zutaten von Barbie LeFlay. Hatte die auch ein Witzebuch? Ich glaube nicht, ne? Also wir versuchen mal, die anderen auch noch zu machen. Ansonsten denke ich, dass wenn wir Sie alle zur was Ruhe kommen, wird der Wettbewerb müssen, beginnen. Was Sie noch nicht kennen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Wie nennt man einen Piraten mit 12 Schwertern? Was auch immer er will. Ist das das Beste, was ihr zu bieten habt? Was ist der Unterschied zwischen einem Schrubbi und einem Mob? Habe ich schon gehört. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich habe schon alle Witze gehört, die es auf dieser Welt gibt. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von Ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Ja, ich gehe wirklich stark davon aus, dass man hier irgendetwas machen muss, also irgendeinen Witz finden muss, den sie noch nicht kennt. Es ist die baldige ehemalige Königin. Guck mir hier mal kurz. Moment, können wir den da eventuell? Okay. Der heutige Fisch für die Herausforderung? Schleimfisch. Moment mal, das ist nicht die richtige Fischsorte. Ich muss den Wettbewerb abblasen, bis die Angelegenheit geklärt ist. Ich möchte Sie auch an die örtliche Verordnung 217 erinnern, die die Fälschung von Wettbewerbsmaterialien betrifft. Betrachten Sie sich als gewarnt. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Den Fisch haben wir wieder zurückbekommen. Fisch haben wir ansonsten nicht mit dabei. Wir gehen jetzt noch mal kurz hier oben hin. Den Luftzug spüren.
Willkommen, Eure Majestät und Mr. Threepwood, zum Wettbewerb der Intelligenz. Vor jedem von Ihnen liegt eine fortgeschrittene Algebra-Aufgabe. Lösen Sie die Aufgabe so vollständig wie möglich und vergessen Sie nicht, Ihre Arbeit zu zeigen. Kein Gucken, kein Kopieren, kein Vertauschen von Papieren und kein Schummeln. Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen, um Ihre Arbeiten zu benoten. Ihre Zeit beginnt jetzt! Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man eine Algebra-Aufgabe löst. Nicht abschreiben. Keine faulen Tricks, Freundchen. Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Keine Überraschung. Königin Odina hat eine klare und korrekte Antwort mit einem Schritt-für-Schritt-Beweis geliefert. Mr. Threepwood hat 3 gerade Linien und einen Schnörkel gezeichnet. Königin Odina ist die Gewinnerin. Mehr Glück beim nächsten Mal. Also das heißt dann wahrscheinlich, dass ich sie hier drin nicht schlagen kann in der Algebra-Aufgabe. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so... Ich meine, ich schätze, das ist Algebra. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich spüre, wie die ganze Wärme durch den Schornstein entweicht. Es ist ein leerer Eimer. Ja, mehr können wir jetzt hier auch nicht machen. Dann würde ich sagen... Da wir jetzt auf kompletter Linie wirklich versagt haben, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir sind jetzt schon bald bei einer halben Stunde dran. Und wenn wir jetzt hier noch länger versuchen, das Ganze zu machen, dann dauert es halt eben zu lange. Ich weiß auch nicht, ob wir das tatsächlich schon können. Wir müssen ja auch noch das Problem lösen, dass wir zu Stan reinkommen können oder halt jetzt aktuell noch nicht reinkommen können. Deswegen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und hoffe, dass ich dann in der nächsten Folge etwas, ja, frisch, fromm, fröhlich, freier sozusagen bin und mein Kopf nicht ganz so Matsche ist wie jetzt gerade noch von, ja, ich weiß nicht, ob ich noch Grippe habe oder ob es noch die Auswirkungen der Grippe sind, keine Ahnung, aber... Ja, ich hoffe, dass ich da dann doch irgendwie mit klarem Verstand rangehen kann. Im Moment sehe ich jetzt noch nicht, was ich machen kann, deswegen schauen wir einfach mal. Bis zur nächsten Folge. Ciao!